Wenn man sich ansieht, wie viele ungewollte Schwangerschaften es in Österreich gibt, ich würde sagen unnötig ungewollte Schwangerschaften, dann kann man daraus schließen, dass es ein deutliches Defizit gibt in der Information über Verhütung. Die erste große Revolution war die Entdeckung der fruchtbaren Tage durch Knaus und Ogino, den Österreicher Knaus und den Japaner Ogino. Da hatten Frauen das erste Mal die Möglichkeit, ungefähr zu verstehen, was in ihrem Körper vor sich geht. Und die zweite wirklich große Revolution war dann in den 60er Jahren die Einführung der Pille und die Entwicklung einigermaßen sicherer Spiralen. Und das hat dann eine grundlegende Änderung im Sexualverhalten zur Folge gehabt. Und das ist uns ja heute auch noch bekannt als die sogenannte sexuelle Revolution Ende der 60er Jahre. Das war dann eine logische Folge der Möglichkeiten, die Fruchtbarkeit zu kontrollieren. Das Museum richtet sich an alle heterosexuell aktiven Menschen und es soll vermitteln, welche Methoden und welche Möglichkeiten sich die Menschen im Laufe der Jahrhunderte ausgedacht haben, die Fruchtbarkeit und die Sexualität zu trennen und welche Methoden wir heute wirksam zur Verfügung haben. Es gibt kein anderes Projekt, das versucht hat, die Kontrolle der Fruchtbarkeit im historischen Kontext und so umfassend gesellschaftlich, aber auch medizinisch darzustellen.